Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Oder habe ich den nicht weiter gefragt? Habe ich nur dem die Sachen reingehauen und sonst nix? Habe ich das echt getan bei Victor? Wie heißt der nochmal? Victor Vector, ne? Victor Vector, Alter. Welche komischen Namen. Der pennt schon auf der Kamera. Irgendwie pennt er nur durchgehend, ne? Schon richtig. Nein, du geht es ihn von hier aus an. Ah, das war also mein Fehler. Na egal. Okay. Oh. Der Star Cruiser X-Marathon fängt gleich an. Ich brauche ein paar Snacks, wenn ich 14 Stunden lang fernsehen will. Okay. Kannst du mir sagen, wo es Speck gibt? Hast du schon den tollen Wald erkundet? Da gibt es eine Stelle, an der es total nach Speck riecht, total krass. Haben wir schon vielleicht Speck, damit wir wenigstens wissen? Ich glaube, wir können es vergessen. Wo gibt es da denn Speck? Ich glaube, wir werden den jetzt mal kurz überspringen, bis wir vielleicht dann bald eine bessere Stelle oder so haben. Weil da haben wir bisher halt noch nie einmal Speck gefunden. Ich glaube, es gibt dann noch andere Suchorte, weswegen es sein kann, dass der Speck dann woanders ist, aber gut. Du hast gesagt, eine bestimmte Stelle riecht nach... Oh, Friseurin. Stimmt ja. Nein, bleib hier! Friseurin, komm! Wir können das gebrauchen. Oh, hallo, Darling. Mein Name ist Miss Nicole. Ich überlege, in dieser Stadt eine Boutique zu öffnen. Ah, eine Boutique war das. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir auch modisch genug ist. Na, komm doch. Das wird sicherlich neumodisch und richtig geil. Oh, nun, wenn du darauf bestehst, dann könnte ich probehalber ein Geschäft eröffnen. Ich würde dich erwarten, wenn du meine Boutique baust. Okay. Mal sehen, ob es dir ausreichen wird. Leider können wir da zuerst beim Speck nicht helfen. Weil das leider im Weg ist, aber gut. Ich meine, wir können ja nicht alles auf einmal, das ist auf jeden Fall klar. Wo haben wir denn noch Platz? Wo wäre Platz für eine Boutique? Nein, 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 ich will eigentlich die Gesamtansicht sehen. Ach, so kann ich dann rumdingsen. Ich hasse diese Fahne. Die nervt einen nur an. Ich hoffe, die geht weg. Geh weg, Fahne. Nein, jetzt haben wir sie für immer ausgedingst. Oh. Ah, keine Fahne. Von wegen haben sie immer ausgedingst. Da hätten wir ein erstes Grundstück. Violas Haus. Ah, da. Eine Boutique kann ruhig ein bisschen weit weg sein von mir. Nein, die Stadt baue ich gar nicht so, wie ich es mir selber denken würde. Stimmt, ich habe ja eigentlich sonst gesagt, ich würde im letzten Part die Bäume abernten. Aber das habe ich gar nicht getan, deswegen tue ich es wenigstens jetzt im Nachhinein. Wenigstens jetzt, komm. Da ist ja noch mehr als genug Platz dafür und Zeit. Grüne Äpfel, noch mehr rote Äpfel. Noch mehr. Was sind das nochmal? Hallo. Ah, danke. Das sind gelbe Blüten einfach. Okay. Ja, hier. Genau. Hier bauen wir die Boutique einfach hin. Müssen sie bis hier nach hinten gehen. Was beim anderen sicherlich nach dem Essen duftet. Direkt neben dran. Nein, dann mache ich es, glaube ich, kleiner. Ist ja jetzt nicht unbedingt das so extremst gibt. Ach, das sind sogar keine speziellen Dinger. Aha. Sind das vielleicht die guten? Ah. Crazy. Machen wir es einfach auch mit rein. Übertreiben wir. Ich weiß ja nicht, was sie nicht mag. Weil es vielleicht gut gewesen wäre, das bisschen zu wissen. So. Die Tür dran. Ich muss einfach nach den Säulen suchen. Da muss es doch sicherlich noch was Gutes geben. Nee, das ist zu strebsam. Ist nicht was Süßes?
Freakiges. Ich glaube, sowas wird sie nicht mögen. Genauso auch wenig wie das da. Das da? Ist ja auch zu sehr. Für mich ist, glaube ich, auch nicht die... Nein. Was ist das hier? Crazy. Das sind mal crazy Sachen. Mach mich hier voll die Invasion, Digga. Warum müssen meine Häuser am Ende, nur damit das Spiel schneller durch ist auf 100%, warum muss das so schön aussehen? Warum einfach nur? Oh, ist schon 100% lustig. Braucht man gar nicht mehr so arg viel. Das wäre mir neu. Das wäre krass, das so schnell durchgedingst zu haben. Ist es immer noch 100%? Krass, echt? Es ist ja umso perfekter. Haben wir das durchgedingst. So. Bam, 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 bam. Hoffentlich gefällt's dir, Mann. Frau. Entschuldigung, ich habe mich gerade verwechselt. Hallöchen, wir wollen noch reden, oder? Was sagst denn du? Zum Haus? Jetzt bin ich aber wirklich beeindruckt, das ist überhaupt modisch. Ja, ich weiß, du hast Probleme. Also sag uns, was ansteht. Acht Rosen und 4 violette Stifte haben wir. Müssen halt nur noch die Rosen holen. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Und violette Stifte ist die Mischung aus beiden. Wann war das ein schöner Reim? Der war fast schon wie mein Keim. So. Schön, das haben wir auch bald durch. Wieder auf 99. Deswegen sammle ich hier immer mit auf, wenn es geht. Auf den Wegen kann man das halt echt gut machen. Ich glaube, hier sollte ja auch irgendwo noch ein Dorn-Ding sein. So. Genau. Und auch die grünen Äpfel nachdingsen. Und dann haben wir das auch wieder durch. So, jetzt noch kurz einmal für die Rosen. Vielleicht sollten wir auch ein paar Rosen hier hinbauen. Ich glaube, das machen wir auch. Gerade wo jetzt alles so ein bisschen durchgedingst ist. Ich sehe, was das... Was? Ich habe 3 Skype-Nachrichten. Oh, das wird nach der Aufnahme sehr interessant. Ja, das kommt davon, wenn man mal statt 2 Aufnahmen nur mal in Sims macht. My Sims, dann bekommt man halt nicht viel mehr Nachrichten. Ja, komm, hier. Ja, danke, danke. Das heißt, wir holen mehr aus den Rosen raus. Die Frage ist, was sind hier die... Ah, ja. Frage hat sich erübrigt. Was sind hier die Hosen? Das ist hier nicht die Frage. Das müsste ich doch euch sagen. Schön. Das sind mehr als genug. Und jetzt ein bisschen faules Holz. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, schön. Wegen den Hosen. So. Rosen nachpflanzen. Dann werde ich jetzt immer einzeln nachdingsen. So gut es geht. Und dann sie gleich fällen. Sollten wir auf jeden Fall mehr als genug haben. Ah, und wir können währenddessen im Beziehungsbuch noch gucken. Wegen der Miss Nicole. Miss Nicole hat eine persönliche Mission. Sie möchte die Leute dazu bringen, ihren Charme zu überwinden und sich nach dem neuesten Mode zu kleiden. Und egal, was ihre geschmackslose Friseur-Schwester Gabi auch sagt. Kleider machen den Sinn. Sim, nicht die Haare. Wurde schon gespoilert, dass da jemand anders ist. Noch. Warum wächst er an sich trotzdem? Deswegen lassen wir das auch so. Da können wir immer einmal durchdingsen. Nein, nicht. Sondern gießen. Ich meinte fällen. Gießen. Ich bin auch so ein Gießener, Alter. Schön. Die Orangen hinterher. Und die wachsen trotzdem so schnell, Alter, wenn man in dem Bereich ist. Das ist echt schon krass.
Wir haben echt schon langsam alles Mögliche in unserer Stadt. Das ist gut. Wir müssten uns da halt konzentrieren, das wirklich zu 100% extrem zu machen. Ach, da kommen ja, glaube ich, die speziellen Townies. Bestimmt zu jedem Ding. Es kommt dann ein spezieller Townie, wenn er sieht, dass es einen bestimmten Punkt erreicht hat. Ach, hier ist wahrscheinlich der Speck. Was? Ah. War wahrscheinlich ein Bug. Aha, da haben wir schon mal Schokokuchen. Wenn das mal so in echt wäre, du gräbst rum und findest einfach Schokokuchen. Und und normalen Kuchen. Keine Ahnung, was da aber du findest einfach Kuchen im Boden. Alter, das wär's. Hier könnte ich mir vorstellen, ist dann auch der Speck. Nee, ist so ein Lebkuchen mal nur. Im Wald riecht's irgendwo nach Speck. Ah, doch! Hier. Da können wir es gleich für beide erledigen, gleichzeitig. Ich muss halt nur wissen, wo der Speck war. So, wunderbar. Schön, noch mehr Kuchen. Schön einmal durchgraben. Wunderbar. Bacon. Was haben wir da? Im Bacon hole ich mir einfach so viel, dass wir... Im Bacon hole ich mir einfach so viel, dass wir dann auf jeden Fall über 10 Stück haben. Gut, haben wir. Reicht. Haben wir schon mal durch. Das heißt noch, hier oben haben wir noch einen kleinen Bereich, den wir genießen können. So, Fell. Ah, dunkles Holz haben wir natürlich noch nicht so viel. Das ist natürlich perfekt. Ach, das ist ja alles sogar dunkles Holz, so wie es aussieht. Hoffe ich einfach, dass selbst auch die Rosen dunkles Holz ja, an sich haben. Kommen wir dann drum herum. Und Fell. Schön. Haben wir auch wieder 42 dunkles Holz. Ich hoffe auch, dass die Rosen einfach dunkles Holz hergeben. Ich pflanze sich ja warum auch immer Rosen nach, weil wir nicht so viele Rosen haben. Dann gucke ich mal, ob die Rosen auch dunkles Holz von sich geben. Ja, auch. Ah. Jetzt man kann so schnell so richtig viel rausholen. Machen wir noch eine Rose hin. Ich hoffe, das reicht aus irgendwie. Ich glaube, da könnte es sogar sein, dass wir das erstmal so richtig knapp sind, was das angeht. Na gut, wir haben schon mal zumindest von allem anderen. Was? Schon zu schnell? Krass. Gleich gießen. Da sieht man schon alleine, wie schnell das geht. Bist du gerade an einem Eck gewesen und schon bist du hier und schon ist hier alles wieder aufgebaut. Dann düngt man den einfach nochmal. So, jetzt brauchen wir nicht unbedingt. Dann können wir den auch mit Wasser hoch... Dingsen. Ohne Probleme. So, dann können wir den noch gießen. Dann kommen wir hier noch ein paar Kirschblüten, meinte ich. So, bekommen wir Rosenblätter. Hier eher Kirschblüten. Hier dann nochmal gießen. Dann glaube ich noch ein drittes Mal, dann sollte es auf jeden Fall ausreichen. Dann sollte die, auch die Rose wieder zurück in ihrem Ursprungszustand sein. Dann haben wir auch mehr als genug fürs erste Mal herumgedingst. Und dann hoffe ich, dass wir wenigstens heute noch mit den restlichen Rezepten fertig werden. Also die wir noch in Auftrag haben. Das wäre zumindest nicht schlecht. Das sollte auch im Normalfall jetzt sich
von alleine kurieren. Nämlich die Rosen. Ja, ich weiß, hier kann kein neuer Baum eingepflanzt werden. Ich habe auch gar nicht erst ausgesucht. Schön. Haben wir die Rose, haben wir den Rosenbaum wieder zurück. So. Ab geht's zurück nach Haus. Jetzt haben wir mehr als genügend Essenzen gesammelt. Dass das aber am Ende nur so 15 Minuten geht. Ich merke, dass ich damals mich jedes Mal beschwert habe. Kein Wunder, glaube ich, wenn man das Spiel so in ein, zwei Tagen durchspielen möchte. So wie ich damals, dann hatte man halt natürlich sehr viele Probleme. Man muss halt das Spiel wirklich genießen und dazwischen Pausen haben. Ich meine, jetzt bin ich das erste Mal in einer 4-Folgen-Aufnahme und selbst dann finde ich das sogar noch in Ordnung. Also bisher habe ich damit noch keine Probleme. So. An Aufgabe arbeiten. Victor, Victor. Haben wir mal als Kühlschrank gerahmt. So. Sollte genug sein, ungefähr. Da. Da war's. Eins. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und da oben noch. Eins, zwei. Und dann sollte das, genau. Zum Glück kenne ich mich da noch halbwegs aus mit den Rezepten. Also wenn ich die zumindest gesehen habe, dann kann ich mich nochmal im Normalfall auch dran erinnern. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. 8, 9. Speck hau ich oben drauf nochmal. Einfach so zum Spaß. Ein Speck. Das sieht gar nicht mehr uncool aus. Ich könnte es auch so hin. Na, ich glaube, so ist es aber besser. Am Ende. Irgendwie so hinhauen. Ja doch. Sie mag ja anscheinend auch Strebsames. Das ist gut. Das heißt, wir können auch Holz reinhauen. Machen wir hier helles Holz. Naja, fürs Erste kümmert sie ja, glaube ich, nicht. Und wir haben ja eh mehr als genug helles Holz. Und haben theoretisch sehr schön, sehr schnell viel nachholen. Also wir können sehr schnell sehr viel nachholen. So wollte ich sagen. Und dann geht's hier einfach rein und dann geht's da einfach zur Arbeit. Komm. Kommen Sie bitte hier rein. Aber ich habe nicht mehr gebaut, ich merk's grad. Ich habe für Victor Vector, ich Idiot. Bin gerade im falschen Bereich. Was mache ich nur? Kann das keiner von euch in den Kommentaren... Ja, ich weiß, das ist so schwachsinnig, diesen Satz zu sagen, dass ich mich selber am liebsten eine reinschlagen würde. Und ich meinte ja nur. Man darf ja mal dumme Kommentare von sich geben, auch als YouTuber oder als Let's Player. Nicht immer nur als Kommentierer, nein. Meine sind wenigstens lustig. Oder auch nicht. So. Ja, den Kühlschrank solltest du lieber in deinem eigenen Zimmer haben. Nicht begehbar für alle. Alle Achtung, du hast wirklich spitzenmäßige Arbeit geleistet. Gut gemacht. Victor hat dir einen epischen Entwurf für einen Stuhl gegeben. Er kann ihn nicht gebrauchen. Okay. Interessant. Ich weiß, du willst noch mehr. Dann sag's uns. Aha. Was? Ja, ja, ja. Okay. Reifen. Oh. Kraken. Krabben. Schlangen. Autoreifen. Ah, laut. Na gut, ich glaube, wir sagen jetzt einfach so. Ich glaube, ich mache jetzt trotzdem einfach einen längeren Part, weil ich will unbedingt noch die Sachen fertig bauen in diesem Part. Und ich weiß, dass ich danach nicht gleich was aufnehme. Nehmen wir uns einfach die Zeit ein bisschen. Ein klassisches Bett. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann dich hier, dich hier. Aha. 1, 2, 3, 4. Wunderbar.
1, 2. So. Also manche mal, wir brauchen 4 solche bunte Stifte. Machen wir das? 4 bunte Stifte. Bunte. Ja, 4 violette. Und dann Rosen. 8 Stück. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ha. Nein, dann machen wir da lieber helles Holz hin. Jetzt dort, wo Holz hinkommen könnte, machen wir Holz stattdessen rein. So, jetzt passt es sogar perfekt. Gut. Dann lassen wir das. Dann haben wir zumindest das Bettchen durch. So. Die nächste Aufgabe. Miss Nicole haben wir durch. Nächste Aufgabe. Victor Vector. Wir haben davon nicht genug. Davon haben wir genug, dann nehmen wir das. So, wenigstens von okay, Retro. Oh. Oh! Das ist doch viel zu tun. Nein, nein, nein. Erstmal dich, dann dich. Dann, das ist ganz oben. Machen wir so einen fetten Klotz jetzt. Fetter Klotz, Mann. Wo bist du, fetter Klotz, ey? Ah, die kann ich genau. Ist das, was mir aufgefallen ist? Die kann ich einfach so reinhauen. So. So, so. Nein, ich kann mir nicht da draufhauen. Nein, nein, nein. Dich und dich? Jetzt brauche ich irgendwo den fetten Klotz. Ah, da haben wir den. Schön, dass ich den nicht gesehen habe vorhin. Obwohl der sehr offensichtlich war, aber gut. Miru ist ja nicht Captain Obvious, sondern eher was anderes. So. Falsche Richtung. So. Aha, so, schön. Wie viel brauchen wir? 14 Krabben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gut, sind dann wirklich 15? 6 von den anderen. 1, 4, 5. Es fehlt halt nur noch ein Dingens, aber ist ja kein Problem. Da haben wir noch eine Krabbe irgendwo hin. Krake meinte ich, ne? Krake. Genau. Nein, du gehst jetzt da. Nein, ich will da hoch oben gucken. Bitte, Spiel, lass mich. Dann halt ungefähr. So. Haben wir das auch? Dann habe ich noch das letzte Rezept-Dingens. Dum, 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 dum. Da, da, da. Oder? Nein, wir können es nicht. Also, da sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play My Sims. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir auch mehr sammeln dürfen. Ja, jetzt haben wir so langsam diese Essenzprobleme. Das wird öfters der Fall sein. Aber ich sage doch mal trotzdem vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Part. Vielen Dank und ciao. Da, da, da.